Muss man jubeln? Oder nach dem Spiel noch die Chance, natürlich die Dinge anzusprechen, die nicht so gut funktioniert haben, aber auch die gut funktioniert haben, um sich dann eben auch wieder direkt aufs nächste Spiel vorzubereiten. Und jede Spielerin weiß ja auch, was nach dem Spiel ihr auch gut tut, was sie braucht. Danach kurze Autobewegungen schneller hoch. Man hat verschiedene Möglichkeiten, Fahrradfahren erst ein bisschen oder danach mobilisieren, ausrollen. Aber auch ein leichtes Krafttraining auch für den Oberkörper, weil der ja im Spiel nicht direkt beansprucht wurde, sondern da natürlich die Beine durchs Laufen. Also gerade wenn man auch vielleicht Blessuren am Fuß bekommen hat, dann steht ja auch das Game Ready bereit. Game Ready ist wirklich für Verletzungen, weil das nicht nur um Kompression, sondern auch gleichzeitig ein Kühlgerät ist. Also es gibt für alle Körperteile auch Manschetten und ja, dann kann man sie alle versorgen. Hier ist es halt ein großer Bezirk, der gleichzeitig gekühlt und komprimiert wird. Und das Kühlpack auf die Haut legt, kann man sich ja auch Erfrierungen holen, also kleine so kleine Verbrennungen an der Haut. Und da kriegt man blaue Flecken von. Boah, krass, ihr beide schon auf. Ja! Yeah. Wow. Das sind immer die Besten, die kommen und sagen so, ach du Scheiße, was ist denn? Ist gar nicht schlimm. Ja, genau. Es blutet gar nicht. So gut ist aber dick. Ah, das wird schon wieder. Sei froh, dass nicht aufgeplatzt ist. Ja, wir gehen nach der Belastung ins Eisbad, dass sich die ganzen Muskelfasern gleich wieder zusammenziehen. Mhm. Und wir haben ja meistens auch blaue Flecken nach dem Training oder nach dem Spiel und dann werden die gleich gekühlt. Okay. Tschüss. Geht's los? Ja, erzähl uns aber was, wie das hier läuft. Auf Französisch oder Deutsch? Deutsch, okay. Und zwar legt man sich da rein. Und dann haben wir auch noch für die kleinen Menschen, also für Lina und Svenny, ein extra Paar dabei. Ist es Mobbing oder? Ja, es grenzt auf jeden Fall. Ja. Es grenzt an Mobbing. Ja, siehst du, wird sogar zugegeben hier. Und dann wandert das bei dem Programm jetzt einfach dann nach oben. Es schmerzt sehr. Wir sind hart und professionell. Ne? Ach. Zur schnelleren Regeneration. Hart unprofessionell oder hart unprofessionell? Wir sind hart unprofessionell. Wenn ihr jetzt noch ein paar Sachen wissen wollt, spezielle Sachen, da würde dann jetzt auch Almut kommen. Wenn du nicht einspringen willst, dann lässt du mich jetzt das einfach erklären. Also, du machst das super. Also ist es tatsächlich so, dass das Blut dann zirkuliert und die ganzen Schadstoffe. Und dann werden die Schadstoffe raustransportiert. Die radioaktive Strahlung wird aus dem Körper rausgebracht. Ich bin echt nah dran mit der Erklärung. Meinst du, das hat auch noch irgendwas mit der Lymphtätigkeit zu tun? Auch das. Regenerationsstiefel. Mhm. Das hat Regeneration, das Wort habe ich schon genannt, ganz am Anfang. Letztendlich wird's, kommt Druck drauf und es wird das venöse Blut ein bisschen rausgepresst und dadurch gibt es so eine Art Drainage, dass also Lymphtätigkeit angeregt wird, also und eine leichte Massagetätigkeit. Also war ich schon nah dran, Schadstoffe auch. Alles. Schadstoffe auch? Spieler, wo die Physios einfach keine Lust haben, sie zu behandeln, die werden dann auch hier in die Socken gesteckt. Die ganz unten auf der Liste stehen. Das gebe ich so weiter. Du kannst Fernsehen gucken, viele nehmen auch ein Handy mit. Ohne Geräte sind wir nix. Nix. Oder und, lesen. Oder lesen. Was liest du denn da? Das ist die Ernährungsempfehlung unseres Koches. Ich bin grundsätzlich eigentlich immer gegen Verbote. Es gibt jetzt wenige Sachen, die ich komplett ausschließen würde. Man muss da nicht alles anders machen als ein Normalsterblicher. Spätestens 48 Stunden vor dem Spiel, dann fängt man an, seine Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Den Kohlenhydratanteil in der Ernährung nochmal steigern. Der sollte sowieso mindestens bei 50-60% liegen. Hau rein, das Zeug. Ich wollte immer schon mit Jennifer Mauschal Kartoffeln schälen. Gibt nichts Schöneres. Yeah. Viele, nicht nur bei uns in der Mannschaft, sondern viele haben immer Angst zuzunehmen. Der Sommer kommt.
Da sind gewisse Lebensmittel, die da in Verruf geraten sind in letzter Zeit. Gluten, Weizen, Laktose. Und da versuche ich immer ein bisschen zur Seite zu stehen und auch die Mädels dazu zu ermutigen, Kohlenhydrate zu essen, weil das ist wichtig. Also ohne Kohlenhydrate geht nichts. Ist gar keine dramatische Geschichte oder ein Schicksalsschlag oder sonst was. Es ist einfach, es war immer so ein bisschen auf und ab und immer, dann lief es mal wieder sehr gut, aber eigentlich nur, weil ich wenig gegessen habe. Dadurch konnte ich nicht die Leistung bringen, dann habe ich wieder mehr gegessen, zugenommen. Also ich hatte kein Wissen, was das Thema Ernährung angeht. Mülleimer? Ist das hier bei euch Müll? Ja, das ist Müll. Die Kohlenhydratspeicher im Körper sind groß, aber sie sind begrenzt. Sie reichen eigentlich genau für 90 Minuten, also für ein Fußballspiel, was sehr interessant ist, wenn es dann mal in die Verlängerung geht. Auf Platz bin ich besser. Mit Marina noch ein bisschen höher mit den Knien. Hoch, hoch, hoch! Macht das extrem hier. Wir sind bei einer WM, wir stellen eine Mannschaft, wir repräsentieren eine Mannschaft. Und da muss jeder irgendwo seine Rolle dann finden und auch einnehmen. Und ich glaube, das sind so vielleicht auch Situationen, wo man dann denkt, oh ja, ich spiele nicht, ich fühle mich vielleicht nicht so toll wie die anderen, weil ich halt diese Spielzeit nicht kriege. Aber auf der anderen Seite muss das jedem klar sein, dass wenn man zu einer WM fährt, auch nicht viel Spielzeit kriegen kann. Wenn die sehen, oh, auch die auf der Bank sind mit 100% dabei, dann hilft das denen auch nochmal zu sagen, okay Leute, wir sind eine Mannschaft und wir hauen uns jetzt alle rein, egal wo ich spiele, wo ich sitze in dem Moment oder sonst was. Wie kann man so nah eine Aufnahme machen? Krass, wie fies ihr seid. Das war der letzte Dreh.